Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Drifter. Hatten wir uns letztes Mal drauf geeinigt. Mit dabei ist der Nevias. Hallo. Und der Gorobai. Endlich hat das Projekt einen Namen. Der Trailer vorher war nur Schein. Alles noch Beta gewesen. Alles Alpha. Es war alles Kickstarter. Alles gekickstartert. Wurde noch nicht finanziert, deswegen kommt sie jetzt erst. Ja. Ihr könnt uns bis heute noch unterstützen. Aus eigener Tasche musste das alles bezahlt werden. Boah, das war krass. Die ganzen Monster als Darsteller anzustellen, das war ganz schön teuer. Ja, Gronkh war auch dabei. Er hat keinen Bock, deswegen läuft Sarazai hier rum. Aber. Er ist eigentlich ein Zyklop. Penis. So. Was ist das denn da unten? Das ist ein Penis, Guru. Hast du an dir runtergeguckt? Muss erst mal überlegen. Ich bin in meiner Höhle. Guck da erstmal. So, da kommt jetzt die Schmelze hin. Oh nee. So, da. Oh nein. Was? Wenn du oh nein sagst, ist nicht gut. Hast du getan. Das ist ein Wisp. Ein böser? Nee, das ist nicht. Sicher? Hoffst du das noch, oder? Und Betten eigentlich schweben? Ja, können sie, oder? Betten können schweben, du kannst aber dann nicht mehr drin spawnen. Warte mal, ich muss mal irgendwas checken. Betten darfst du auch nicht auf Slabs stellen. Nee. Aber wenn ich dann wieder was drunter baue, ist alles okay, oder? Ja. Dann muss ich das Bett auch neu platzieren. Wenn ihr auf euer Essen geht. Wie? Im Inventar, auf jeden Fall. Da steht drunter, eaten once out of the last 5 foods oder was anderes. Ah ja. Da steht drauf, wie oft, also es hat wirklich damit zu tun. Toll. Not east, ich habe zum Beispiel noch keine Möhren gegessen, das steht da drunter. Und keine rohen Kartoffeln und keine Und da steht dann Value, das heißt, wenn die Value zu niedrig ist? Dann kannst du es nicht mehr essen. Ja doch, es bringt halt noch nicht mehr so viel, ne? Ja, also es dauert ewig. Geile Mod. Ist eigentlich ganz cool. Ich sehe das gerade, weil ich auf meinem Essen war. Das ist unrealistisch. Ich kann auch jeden Tag Fleisch essen. Echt mal. Kannst du hier Ich guck mal, ob das Value hoch oder runter geht. Ja, wenn die Prozente runtergehen, also je geringer die Prozente, umso langsamer isst du den Scheiß. Das ist ja cool. Finde ich ganz nice. Endlich mal was Neues. Vor allem, wenn man die Mod dann mal versteht, ist das immer sehr schön. Das ist immer so dieser Aha-Effekt eigentlich. Ja, das ist so, boah, geil, es gibt was Neues. Genau, wenn du ein Technikprojekt hast, dann weißt du, so funktioniert. Hä? Oh mein Gott! Was ist denn jetzt schon wieder? Da war einer, der hat mich angegriffen, den konnte ich nicht sehen, der hieß Shadow. Shadow. Oh mein Gott, hier ist ein Wisp und der greift an. Ach du heilige Drecks! Heilige Drecks was? Kann ihn nicht hören, was? Ich hab ihn abgehängt. Alles gut. Boah, hier ist Eisen fast an der Oberfläche. Okay, Wisps greifen doch an. Ja, und sag ich doch. Und dann war da einer, der war unsichtbar, der hieß Shadow. Das ist ganz schön gemein. Siehst du da nur so Partikel wieder? Nee, gar nicht. Du siehst einfach nur das, ja, die Lebensanzeige halt. Das ist ja mies. Unfair. Shadow Op. Shadow Op. Hat der doch an. Der hat doch an. Der hat bestimmt einen Powersuit an. Stimmt. Kinder, eben war ich doch auf der Höhe. Was ist denn hier los? Ey? Lehm? Lehm. Clay. Ach. Alter, hier ist so eine Horde Goblins, die zaubern können. Das ist schlecht. Nee, die haben die Kühe angezaubert. Die treffen mich nicht, die Idioten. Haha. So. Was wurde jetzt aus den Kühen? Hä? Hier war doch noch einer. Ja, aus den Kühen wurde Kuhfleisch. Fleisch. Zombie-Kühe. So. Hier ist ohne Ende Schafe. Erstmal das ganze Schaffleisch mitnehmen hier. Bei wem ist gerade was explodiert? Explodiert? Ich hab ein Level abbekommen. Was ist das selber? Dann ist bei mir was explodiert. Bin Spawner!
Wo ist der Spawner? Wo ist der Spawner? Wo ist der Spawner? Der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Da ist er. Nice, Digga, nice. Erstmal die Kiste looten. Was haben wir denn? Taum und Nomicon. Sauber, muss ich mir nicht mehr craften. So. Gunpowder, Redstone und Weed. War eine gute Kiste, würde ich sagen. Sticks können weg. Ja. Wenn du einen Kunde kennst, du kennst die Bäume wahrscheinlich auch nicht. In Towncraft gibt es ja diese großen schwarzen Bäume. Ja, die hast du so, und wenn du stehen lassen. Genau. Und wenn du so einen Baum mit Spinnenleben siehst, steht unter dem Baum ein Spinnenspawner. Okay. Also du musst dann unter dem Baum buddeln. Und unter dem Spinnenspawner ist immer eine Kiste. Das alles heißt, die kannst du dann looten. Hier ist kein Wasser. Und die Bohnen an den Bäumen, die solltest du auf eigene Gefahr essen. Mehr sag ich nicht. Das ist schon wieder so ein Zyklop vor. War das ein Rhythm, als ich. Im Rhythm bin ich vor dir explodiert wegen der Bohne, ne? Mhm. Aber Zyklop. Aus Maul? Aus Maul. Alter, Kundra. Ey, wenn man Tintenfische tötet, kriegt man Kalamari. Das ist echt wie ein Warp hier. Was hast du. Hä, warum hast du unsere schöne Höhle und. Ach nee, das ist das Ding. Warum haben wir hier. Was ist. Weird Bricks? Warum sind die hier? Das, lass die stehen, bitte. Die sind wichtig. Da kommt die Schmiede hin. Okay. Weird Bricks. Mach okay, das denn? Erstmal abbauen, erstmal mitnehmen. Konnte ich mich nur nicht dran erinnern, dass die da waren. Ich glaube, es wird hier schon wieder dunkel. Die Lava, oder? Warte mal, da muss ich ja. Darf nicht dunkel werden, ich habe gerade Clay gefunden. Ich habe immer noch keinen Waypoint gemacht, aber ich müsste ungefähr wissen, wo ich hin muss. Ich habe einen Waypoint, aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist normal bei dir. Ist denn Zahltag? Da kam Goldnugget aus dem Cobblestone. Zahltag? Nice. Ach, das geht auch. Also kommt Kohle, Gold und so raus, also. Cool eigentlich. Hallo, warum sammle ich das? Danke. Wenn dein Inventar voll ist, sammelst du Sachen nicht ein. Nee, dann. Ich hatte ja schon Weed im Inventar, aber das eine wollte er irgendwie nicht mitnehmen. Smoke Weed every day. So, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich schaff's nicht zurück. Ich gerade auch nicht. Okay, dann verstecke ich mich im Haus. Kannst du auch sagen, wenn du im Bett liegst. Genau, leg dich ins Bett, wir loggen aus. Ernst? Ja. Ja. Dann liege ich jetzt im Bett. Ich habe gerade zu viel Zeug dabei. Ihr könnt wieder. Ich habe gerade zu viel Zeug dabei und keinen Bock, da wieder hinzurennen. Hä? Ich habe gerade irgendwie so einen leichten Hüpfer, so ein. Da, GZ. Ich hüpfe irgendwie leichter. Ganz komisch. Hier ist eine Schlucht. Nice. Wollte ich den jetzt machen? Ja, Brot. Ich bin fast direkt unter meinem Haus, weiß aber nicht, wo ich hin soll. Auf dir Höhe. Bist du auf dir Höhe? Ich bin nicht auf dir Höhe, ich bin oben an der Oberfläche und hab Play geholt. Ich war bei 51, aber ich glaube, ich muss hier hoch, weil hier Cobblestone ist. Fuck. Ich muss doch irgendwie auf die Map gucken. Da ist die Village. So. Wir sind gar nicht so weit weg von der Village gegangen eigentlich. Oh, hier ne? War ich die ganze Zeit. Mhm. Nee, da ist der Spinnenbaum. Ich mach bei Nefi erstmal die Tür zu. Ah, nee, ist ein neuer hier. Manuel? Ich hab ein Amulett und ihr so? Ich trink Uso und was machst du so? Boah, eine Taumium-Axt und ihr so? Alter, ich find hier voll den geilen Scheiß. Ich hab 4 Essenceberry Bushes. Ich hab ne Music Disc, Mann! Nice. Zieh mir jetzt erstmal das Amulett an hier. Zack, erstmal ein Amulett. Ich hab keine Ahnung, was das Mundane Amulett macht, aber ich hab's. Das spawnt Monster. So. Oh. Das ist so gemein. Lass dich keinen Schaden mehr an Monster machen. Ja, genau, du heilst die. Ich brauch eine größere Kiste. Lexicapotania hab ich jetzt auch. Wollt ihr auch nicht mehr craften? Ach komm, hier die Witchery Seeds. Die können alle weg, die brauche ich alle noch, ne?
Da. Und Drinks möchte ich behalten. Das haben wir angebaut. Das brauche ich auch nicht. Wolle auch nicht. Okay. Haben wir eigentlich Karotten? Ja. Die haben wir nicht angebaut. Meinte ich damit. Und Kartoffeln auch und nicht, oder? Auch nicht angebaut. Okay, warte. Rohe Kartoffeln habe ich aber noch im Dings. Hast du? Ja. Da wir so viele verschiedene Sachen zum Essen brauchen. Möhrchen habe ich aber auch noch. Warte, ich guck, ich hol mal ein paar Kartoffeln raus bei dir. Leute, ich finde doch nicht nach. Möhrchen hast du nicht. Nee, Möhrchen habe ich gerade dabei, das ist das Problem. Alkunde haben welche? Du kannst mal in der Kiste, die da sowieso noch auf dem Platz steht, gucken. Auf dem Platz? Ja. Ja, stimmt, da, die Anfangskisten da. Opferkiste, nee, sind nicht drin. Opferkiste. Da kommt, wie weit greifen Ents an? Ja. Er hat gefragt, wie weit nicht ja. Was? Da greifen Ents an, hat er gefragt. Nee, er hat gesagt, genau. Wie weit greifen Ents an? Nein. Ja, eigentlich nicht. Doch, hat er gesagt. Herr Lehrer, Sie müssen besser zuhören. Echt mal. Was soll ich denn essen jetzt? Ich kann nichts essen. Ich hab auch gerade alles durchgefuttert, ey. Ein bisschen davon, ein bisschen davon. Kann ich mir eine Pilze machen vielleicht? Da könntest du Glück haben. Aber ich habe keine roten Pilze. Warte mal, da steht ja ein Fliegenpilz. So ein dicker Pilz. Wir haben keine roten Pilze, steht neben dem dicken roten Fliegenpilz. Ja, bau ab, da kriegst du doch mal ganz viele raus aus einem, oder nicht? Ich bin gerade dabei, Mann. Chill doch mal. Und dann kannst du. Du bist gerade zu Hause, Goro. Mhm. Sag mal die Koordinaten, bitte. Minus 200, minus 100. Minus 200, minus 100. Ja, muss ich in die Richtung. Nee, in die. Nee, so craftet man ein Boot. Hä, minus 100? Da, in die Richtung. Das ist immer eine große Pilzsuppe, wenn du da machen willst. Ist ja wohl erlaubt. Bitte? Ist ja wohl erlaubt. So ein Boot voll. Wo ist denn das ganze Pilzzeug, was ich hatte eben? Also nicht. Das ist ein Apfelbaum. Ich stelle mir gleich einen Apfelbaum in die Base, ey. Nefi geklaut hier. Ach nein, ich will den Pilz nicht abbauen. Ich kann eh nichts tragen. Nee, warte mal, wo sind die Pilze denn? Ich hatte doch eben noch. Ansonsten haben wir da auch noch einen braunen Pilz da stehen, oder nicht? Nee, der ist weg schon. Den hatte ich nämlich abgebaut. Und da waren ja eigentlich. Oh, da sind die. Noch jemand Sand? 200 minus 100. Sand ist immer gut. Sand habe ich nicht. Achso, ob jemand Sand hat? Ja, ob jemand Sand hat. Das kann ich gerade nicht mitbieten, weil ich das brauche. Boah, Alter, Pilzsuppe, jetzt geht's richtig ab. Äpfel. Kannst du wieder eine von essen und dann war ich schon. Ja, schwarz, das war's schon wieder, ey, das gibt's nicht. So, wie sieht's denn? Ich hab Äpfel momentan. Was denn? Ich seh's nicht, Guru. Ah! Was passiert denn? Guru wird von irgendwas gehauen! Ich geh in dein Haus! Mach dich von so einem dicht! Von so einem Shadow wieder, oder nicht? Nee, hier ist nix! Verhungerst du? Bist du vergiftet? Nein, ich hab mal verletzt. Geh mal zu Nefi ins Haus. Ich will da jetzt auch hin, Leute. Ja. Also, muss ich Angst haben. Ah, ich werd gehauen! Ach nein, das ist ein Zauberer. Wahrscheinlich, oder? Zyklop steht da. Au, ich sterbe. Aber wieso konnte ich den denn nicht sehen? Alter. Warum ist der jetzt in meinem Haus drin? Nee, der ist hier vorne. Könnt ihr den nicht sehen? Nee. Ich sehe den, doch. Ich sehe den. Ich nicht. Der hinter Goro herläuft? Ich sehe nichts hinter Goro. Okay. Dann hat der bei dir noch nicht geladen, weil gerade habe ich den auch noch nicht gesehen. Ja, der hat mich jetzt getriggert. Könnt ihr jetzt mal. Ich kann gerade nicht, ich bin fast tot. Der steht vor deiner Haustür, Kundenran. Ich hab einen Apfel anzubieten, Nefi. Ich kann meine Sache nicht holen. Ja, warte. Ich regeneriere jetzt. Muss jetzt erstmal mein Zeug hier weglegen. Würde dir ja gerne helfen, aber ich sehe ihn nicht. Ihr seid das Allerletzte. Wo ist er denn jetzt? Unter meinem Glasding oder im Glasding vor Kundenran. Links, nee, an der rechten Hausseite. Rechte Seite, andere Hausseite. Danke. Oh Gott, Zyklopen. Oh Gott, drei Stück. Drei? Ich sehe nur einen. Das ist aber ein ganz schön doofer Bug gerade. Irgendwas hat mich von hinten auch noch gehauen. Goro hat mich von hinten gehauen. Nein, ich habe den Zyklop gehauen. Ich sehe die manchmal nicht. Das ist doofer Bug. Ich muss in mein Haus.
Also, ich wurde zu Unrecht. Ja. Zu Unrecht getötet. Und getötet. Ich habe schon 3 Tode. Ja, in Engineers hat es keine. Jetzt weiß ich, was die 1 war. Ich hatte 10 noch an. Ach so. Ah, okay. Ich hatte 10 noch an. Tja, Koro. Das erklärt's. Was brummelt hier so in meinem Haus? Ah, ein Sasquatch. Ein Brummelbär. Ein Brummelbär? Ja. Oh, Chicken gibt mir wieder volle Nahrung. Aber wenn man tot ist, wird die Nahrung nicht resettet. Nee, die Nahrung wird nicht resettet, aber doch, die Nahrungsquellen werden resettet. Ja, das stimmt. So. Eigentlich will ich weiter in meinem Haus bauen erstmal. Ja. Ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt. Ach. Ja. Wenn ich schon meinen eigenen Mates gehauen. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auch vorbei, wo Goro am Anfang irgendwie am Rumverzweifeln war und was Nefi in der Zwischenzeit gemacht hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss. Tschüss.